kann man einen Menschen abbilden? Kann man ein adäquates Bild eines Menschen machen? Und wenn ja, wie ist das besser? So typisiert wie bei Erich Bödecker oder aber so individualisiert wie bei Till Felten? Till Felten bezeichnet sich selber als Bildhauer der Gespräche. Und das deshalb, weil er eine ganz besondere Art und Weise des künstlerischen Arbeitens entwickelt hat. Sein wichtigstes Material sind die Menschen und er bildet die Menschen nicht konventionell ab, sondern er führt Gespräche mit ihnen. Ich nochmal zur ersten Grundaussage zurück, jeder Mensch besitzt Eigentum und jeder Mensch besitzt seinen eigenen Körper. Also besitzt man sich schon selbst. Hier im Kunstmuseum Thurgau zum ersten Mal, indem er Videoporträts macht, die dann in diesem Raum eine ganz besondere Inszenierung erfahren. Das Besondere in Ittingen ist, dass wir eine Sammlung von Außenseiter-Kunstwerken haben. Es sind Skulpturen von Erich Bödecker und Till und Tanja, das ist eben Till Felten und Tanja Felten. Hier, das hier ist der Heinz Felten, das ist der Vater von Till Felten. Und damit hatten wir plötzlich einen sehr persönlichen Bezug von Till Felten zu dieser Sammlung hier und ganz speziell zu Erich Bödecker, der ein wichtiger, naiver Künstler der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts ist. Das Besondere am Werk von Erich Bödecker ist, dass er es geschafft hat, auf der einen Seite ganz naiv und einfach zu sein, so dass wir uns ganz persönlich immer auch angesprochen fühlen. Und auf der anderen Seite strahlen seine Werke eben etwas aus von diesem Urkultischen, das eben der Kunst immer innewohnt. Wir haben hier in der Ausstellung 6 Bühnen aufgebaut, in denen die Videobänder von Till Felten immer Skulpturen von Erich Bödecker gegenübergestellt werden. Durch diese Gegenüberstellung treten diese verschiedenen Formen, wie man einen Menschen abbilden kann, gleichsam in Konkurrenz zueinander. Der Urban Wiemann, der steht immer wieder mal nahe des Restaurants draußen vor der Türe der Werkstatt und macht da mit dem Heißluftföhn Brettchen braun. Und Till Felten sagt, genau solche Personen machen für ihn dann bestimmte Situationen und bestimmte Orte aus. Die Ausstellung Till Felten, La Condition Humaine, dauert noch bis im Oktober 2019 und sie findet statt im ehemaligen Weinkeller der Kathause Ittingen.